Ja, ich begrüße euch herzlich zur Vorlesung Mechanische Informatik und Robotik. Wir haben das letzte Mal uns mit dem Thema Deep Learning, insbesondere CNNs, also Falten, die neuronale Netze kennen, beschäftigt, auch die grundlegenden Algorithmen zur neuronalen Netzen und die Basic zu maschinellem Lernen. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen mehr bewegen in die Richtung der Beschreibung, der mathematischen oder modellbasierten Beschreibung von technischen Systemen. Insbesondere hier lineare und, wie wir gleich sehen werden, zeitinvariante Systeme. Was meinen wir eigentlich damit? Wir werden sehen, dass wir am Ende von diesem Kapitel hier verstehen, was diese Gleichung eigentlich hier, da sieht man hier, das ist eine Differentialgleichung. Und das ist nochmal irgendeine zweite Gleichung mit A, B und C und D. Und alle diese A, B, C und D sind Matrizen und X und Y und U sind Vektoren. Und wir werden verstehen oder wir werden sehen, dass das eine sehr grundlegende Art und Weise, wie man dynamische Systeme beschreibt. Und werden wir verstehen, wie kommt man eigentlich aus der Physik, aus den physikalischen Gesetzen, die wir kennen, über ein dynamisches System zu dieser kompakten mathematischen Beschreibung. Und anscheinend würde uns irgendwas interessieren, wahrscheinlich wie x sich verhält. Und x ist eine Variable, die von der Zeit abhängt, deshalb die Ableitung hier mit Punkt. Das heißt, wir müssen ja diese Gleichung irgendwie lösen. Ja, also wir müssen das System so beschreiben. Und wenn wir das System so beschrieben haben, das ist eine Grundform der Beschreibung, dann lösen wir dieses System, also bestimmen wir x von dieser, in dieser Differentialgleichung und dann können wir alles Mögliche mit dem System machen oder wissen wir alles Mögliche über das System. Aber vorher eine kleine Motivation zu dynamischen Systemen allgemein und was man mit dynamischen Systemen oder unter dynamischen Systemen versteht, wie es hier auf der Folie steht. Dynamische Systeme beschreiben alles, was sich mit der Zeit verändert. Ja? Also jeden Prozess, jedes System, was sich mit der Zeit verändert, ist ein dynamisches System. Das ist angefangen von einem Pendel oder inverses Pendel, die Bewegung von einem Punkt im Raum, zum Beispiel Endeffektor von einem Roboter, die Hand von einem Roboter, das ganze Leben, Planetarsystem, das Universum und viel mehr. Und Beispiele von dynamischen Systemen natürlich, das ist ein mathematisches Modell, das heißt in der Zahlentheorie, in der Mathematik, Chaostheorie ist auch ein Fall von, also ein Spezialfall von dynamischen Systemen. Aber naheliegende Beispiele sind zum Beispiel Beschreibung vom Wetter, ja? Weil der ändert sich ja alles mit der Zeit. Planetarische Systeme, wie ich bereits erwähnt habe, aber so physikalische Systeme wie das Verhalten von einem Pendel, Computersimulationen, Computer selber und in der Robotik natürlich hängt alles von der Zeit ab, beziehungsweise in der Regelungstechnik. Das heißt, wir werden es hier oder wir beschäftigen uns mit der mathematischen Beschreibung von Systemen, die bestimmte Variablen haben, die von der Zeit abhängen und uns interessiert natürlich diese Zeitabhängigkeit. Ganz kurz, ich habe auch weiß, dass einige von euch in der Robotik 1 Vorlesung sitzen und da haben wir uns ein bisschen intensiver mit dem Thema Regelungstechnik beschäftigt, beziehungsweise auf Englisch hier Control Theory und haben wir gesehen oder ohne dass wir gesehen haben, aber unter Kontrolltheorie oder Regelungstechnik versteht man die Lehre der selbsttätigen, gezielten Beeinflussung dynamischer, zeitabhängiger Prozesse während des Prozessablaufs. Ja? Und die Grundsituation bei einem Regelungssystem, also auch ein dynamisches System, speziell jetzt hier ein Regelungssystem,
ist, dass man Systeme entwickeln will, Systeme entwerfen will, die selbsttätig und gezielt oder bei denen man selbsttätig und gezielt bestimmte Variablen, bestimmte Größen beeinflussen kann, und zwar trotz unvollständiger Kenntnis von dem System. Ja, insbesondere zum Beispiel, wenn man überhaupt nicht weiß über die Störungen. Und die einfachsten Beispiele wären jetzt so ein Gelenk von einem Roboter, der sich mit einer bestimmten Drehgeschwindigkeit bewegen soll. Und zwar, er soll diese Geschwindigkeit halten, unabhängig davon, was er trägt in der Hand. Beziehungsweise die Temperatur in einem Raum, das heißt das Gewicht, die unterschiedlichen Gewichte, die so ein Roboter trägt, die sind jetzt so diese Störungen, die nicht vollständig bekannt sind, aber natürlich kann es auch andere Störungen geben. Anderes Beispiel wäre die Temperaturregelung in einem Raum, wo wir die Temperatur auf 19 Grad halten wollen, trotz eigentlich äußerer Temperatur, trotz Einfluss von Tür oder Fenster auf oder zu sind. Das heißt, wir wissen vieles nicht und trotzdem wollen wir eine bestimmte Variable oder eine bestimmte Größe in diesem System gezielt beeinflussen und auf einen Wert konstant halten. Und die Methoden der Regelungstechnik, die sind allgemeingültig, also die sind jetzt nicht für die Robotik bzw. für die Temperaturregelung, sondern die können in unterschiedlichen Anwendungen oder bei unterschiedlichen Beispielen eingesetzt werden. Die Struktur, wenn ich das so ein bisschen formalisieren versuche, dann habe ich ein dynamisches System, einen dynamischen Prozess bzw. eine Strecke, die mich interessiert. Das kann beispielsweise der Motor in dem Roboter, das kann die Temperaturregelung, das kann irgendeine Regelung, die in der Verfahrenstechnik zum Beispiel Temperaturfluss von bestimmten Materialien in einen Reaktor beschreiben und so weiter und so fort. Und wir haben diese Störungen, die ich bereits erwähnt habe. Wir haben bestimmte Kontrollinputs, also Eingangsvariablen, Temperatur hochdrehen oder runterdrehen, Strom für den Motor kleiner oder größer machen, damit wir die Geschwindigkeit halten. Und was uns interessiert, ist natürlich ein System-Output, ja? Also auch bestimmte Ausgangsgrößen. Und normalerweise suchen wir so eine Beziehung zwischen Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen und natürlich unter dem Einfluss von diesen Störgrößen Z hier. Und das ist normalerweise bei den dynamischen Systemen eine Differentialgleichung im kontinuierlichen Fall beziehungsweise im diskreten Fall ist es eine sogenannte Differenzengleichung. Und natürlich ist es eine Herausforderung, so eine Beschreibung oder diese Gleichung zu haben, diese mathematische Beschreibung von dem System zu haben. Denn wenn man das hat, dann kann man mit allen Werkzeugen und Methoden der Regelungstechnik hier rangehen und vieles über das System erfahren. Ob das System stabil ist oder wann wird das System instabil, ob das System robust ist und so weiter und so fort. Genau, das heißt, die Aufgabe, die man hier hat, dass wir diese Ausgangsgröße von einem dynamischen System, hier Ausgangsgröße von einem dynamischen System mit Hilfe von bestimmten Stellgrößen, sagt man dazu, also basierend auf die Eingangsgrößen hier, irgendwelche Stellgrößen generieren und der Ausgangsgröße von dem System soll dann ein Sollverhalten, das heißt ein gewünschtes Verhalten, aufgeprägt werden. Ja, also soll der Ausgang von dem System soll einen bestimmten Wert haben, und zwar gegen den Einfluss einer Störgröße und eine Störgröße, die nur unvollständig bekannt ist. Und wie kann man das machen? Das kann man natürlich in der Form nicht machen, weil man muss ja immer irgendwie das Verhalten von dem System, also sage ich mal ganz vereinfacht ausgedrückt, der Verlauf von den Ausgangsgrößen irgendwie beobachten.
ja, also sprich messen und aus diesen Beobachtungen Informationen generieren zu der Art und Weise, wie wir praktisch diese Stellengrößen steuern sollen. Sollen wir sie erhöhen, sollen wir sie erniedrigen, damit wir dieses Sollverhalten oder Sollwert der Ausgangsgröße erreichen können. Das heißt, das Prinzip hier ist, dass wir diese Strecke oder das System, was uns interessiert, laufend beobachten. Und wie können wir Systeme beobachten? Indem wir beispielsweise Sensoren einsetzen. Sensoren, die für uns die Gelenkwinkelgeschwindigkeiten von dem Roboterarm oder Sensoren, die für uns die Temperatur in einem Raum messen und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, das System oder die Strecke, sagt man dazu auf Deutsch, ist laufend zu beobachten und mit der gewonnenen Information ist dann die Stellgröße derart zu verändern, dass trotz Störgrößeneinwirkung die Ausgangsgrößen an dem gewünschten Sollverhalten angeglichen werden. Und eine solche Anordnung, also wenn man so eine solche Anordnung schafft, wo man praktisch den Ausgang kontinuierlich beobachtet und mit der Information hier die Information aus dieser Beobachtung nutzt, um die Stellgrößen zu beeinflussen, spricht man von einer Regelung. Im Deutschen sagt man eine Regelung, im Englischen ist es ein Kontrollsystem. Natürlich unterscheiden wir im Deutschen zwischen einer Regelung und einer Steuerung. Auch im Englischen, wenn man also sehr genau sein will, dann sollte man von Closed-Loop-Control-Systems im Englischen oder Open-Loop-Control-System sprechen. Open-Loop-Control-Systems ist das der Begriff für eine Steuerung im Deutschen. Und ganz einfaches Beispiel, wie man sowas realisieren könnte. Das heißt, wir haben unser System, das ist unsere Eingangsgröße U und das ist unsere Ausgangsgröße Y und das sind die Störungen hier. Und das ist eine Strecke, die wir regeln. Also zum Beispiel der Roboterarm, zum Beispiel die Temperatur im Raum und so weiter und so fort. Und wir müssen diesen Ausgang dann kontinuierlich beobachten mit Hilfe von Sensoren, dann bekommen wir irgendeine Information R, also die ist natürlich proportional zu Y. Und wir haben einen Sollwert oder eine Referenz hier W. Wir sollen uns mit Geschwindigkeit so und so bewegen, beziehungsweise die Temperatur soll auf 19 Grad gehalten werden. Das ist unser Sollwert hier. Und wie man sieht hier, wenn man diesen Sollwert von R abzieht, wo R proportional zu Y ist, dann hat man eine sogenannte Regeldifferenz YD. Und diese Regeldifferenz, wenn sie zum Beispiel 0 ist, dann wissen wir, okay, W ist gleich R, beziehungsweise wir haben gerade, also das System befindet sich im gewünschten Zustand oder die Ausgangsgröße Y entspricht dem, was das Sollverhalten angibt. Wenn YD positiv ist, dann muss man wahrscheinlich irgendwie mehr Dampf geben. Also der Arm muss sich schneller bewegen, die Temperatur muss erhöht werden. Wenn YD beispielsweise negativ ist, dann muss man die Temperatur niedriger machen, beziehungsweise die Geschwindigkeit der Bewegung von dem Arm reduzieren. So, das heißt, wir haben hier eine allgemeine Struktur von so einem Regelungssystem, wo wir natürlich die Ausgangsgrößen haben. Wir haben Sensoren, mit denen wir die Ausgangsgrößen kontinuierlich beobachten können. Ein Sollverlauf oder Sollwert, der durch W, sagt man dazu im Deutschen, eine Führungsgröße, dann eine Regeldifferenz und ein Regler. Und dann natürlich dieser Regler wird basierend auf dieser Regeldifferenz hier irgendwelche Stellgrößen generieren, sodass man dieses System hier steuern kann. Und das kann man betrachten, zum Beispiel, da rechnet man in einem anderen Raum oder in einer anderen Dimension. Das kann natürlich ein digitaler Regler, wo wir natürlich mit irgendwelchen Werten von Regen, wir generieren Spannungen von 0 bis 5 Volt, aber damit können wir zum Beispiel ein Roboter steuern, wir können ein Auto steuern, das heißt hier diese
diese Stellglieder oder dieser Aktuator hier ist auch dafür verantwortlich, dass man dass die Eingangsgrößen für das System das entsprechende Pegel, ja, Leistungspegel hat. Jetzt nehmen wir mal an, in unserem Beispiel, wir regeln die Temperatur im Raum, das ist ja sehr einfach, und wir öffnen das Fenster. Das heißt, die Störung wird größer. Und wir nehmen an, wenn die Störung größer ist, wir öffnen das Fenster, dass die Temperatur sinkt, also Y sinkt. Das bedeutet eigentlich, R wird in dem Fall auch sinken. Was bedeutet das bei einem konstanten D, dass YD größer wird? Und wenn YD größer wird, dann wird U größer. Und man sieht hier eigentlich diese schöne Rückkopplung der Information oder Verwertung der Information, die man misst, um praktisch diesen Sollverlauf, also die Ausgangsgröße an den Sollverlauf anzugleichen. Ganz entscheidend ist dabei natürlich hier diese Umkehrung der Wirkung hier. Das heißt, wir haben hier den Sollwert und den ziehen wir immer ab von einem Istwert und dann haben wir eine Regeldifferenz. Und ohne diesen Soll-Istwert-Vergleich, was man hier sieht, würde das überhaupt nicht funktionieren. Genau. Also das ist nur als Einführung. Ich habe es jetzt erklärt. Also wir können sagen, dass Y ein YS, also ein Sollwert oder Desired Value haben soll. Unser Referenzwert oder Sollwert ist proportional zu YS. Die gemessene Größe R ist proportional zu Y. Dann können wir unsere Regeldifferenz, wir haben hier die Konstante Kj in beiden Fällen nur der Einfachheit halber so gewählt in diesem Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Und die initiale Situation ist, dass Y ist gleich den Sollwert und dass die Regeldifferenz gleich 0. Und wenn Z höher wird, die Störungen größer werden, wenn ich das Fenster aufmache, dann wird die Temperatur sinken. Wenn die Temperatur sinkt, Y, dann sinkt natürlich R, die Rückflussgröße. Wenn die Rückflussgröße sinkt, dann wird natürlich die Regeldifferenz größer werden. Und somit wird praktisch werden die Stellgrößen größer werden, sodass man das Y auch größer wird mit der Tendenz an dem Wert YS, also sich in Richtung YS zu bewegen. Genau, das heißt, auf diese Art und Weise haben wir eigentlich diesen Einfluss von dieser Störung hier kompensiert oder gecancelt. Ja? Ich habe es schon erklärt, das ist also ein Closed-Loop-System und ganz zentral und essentiell ist natürlich dieser Soll-Ist-Wert-Vergleich hier. Das ist Feedback hier, subtrahieren von der Referenz, von dem Sollwert, damit wir die Regeldifferenz hier bilden, damit der Regler entsprechend handeln kann. Und es gibt hier viele Beispiele. Ich nehme immer meine Lieblingsbeispiele aus dem Handbuch der Regelungstechnik von Otto Föllinger hier aus Karlsruhe, wo ich auch studiert habe, wie man hier beschreibt, Autofahren. Ja, also wenn wir als Menschen Auto fahren, dann wollen wir natürlich in der Spur bleiben. Das ist das Auto, wir haben Lenkrad und so weiter. Das heißt, das ist das System, was wir steuern wollen. Und unsere Handy drehen ja an dem Lenkrad. Das ist praktisch der Aktuator. Unsere Augen beobachten die aktuelle Situation, wo wir gerade in Spur sind. Das heißt, die Spur oder wie wir fahren, wird kontinuierlich beobachtet, erfasst mit so Messeinrichtungen. Das sind unsere Augen. Das ist der gemessene Pfad und das ist hier der Sollpfad, also dass wir in der Spur bleiben. Und wir wissen, dass wir hier den besten Regler haben in unserem Gehirn, der praktisch basierend auf diesen Abweichungen ja Steuersignale für unsere Handy generiert, die am Lenkrad was tätigen, damit wir in der Spur bleiben. So, ganz einfaches Beispiel, das ist so eine Regelung. Das heißt, wenn man versucht, hier so eine Definition von einer Regelung anzugeben, dann könnte man sagen, dass man unter einer Regelung eine Anordnung versteht, durch welche bei unvollständiger Kenntnis der Strecke, also unvollständig bekannter Strecke,
dieses Plan, was wir vorher auf den Folien hatten, oder insbesondere unvollständige Kenntnis der Störgrößen, die auf das System einwirken. Unter all diesen Bedingungen, also unvollständige Kenntnis der Störgrößen, unvollständige Kenntnis der Strecke, soll die Regelgröße, das heißt die Ausgangsgröße von dem System, laufend erfasst und mit der Führungsgröße, also mit dem Sollverhalten, verglichen, um mittels der so gebildeten Differenz die Regelgröße an dem Sollverhalten anzugleichen. Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass das Ganze tatsächlich, dass dieser Influence oder diese Wirkung oder Einfluss von den Störgrößen hier unvollständig bekannt ist, ja, beziehungsweise gar nicht bekannt. Ein technisches Beispiel ist, ich habe über Drehzahlregelung geredet und da sieht man hier auch schematisch so, wie so eine Drehzahlregelung von einem Motor. Also das wäre zum Beispiel der Ellenbogenmotor von dem armen Roboter und natürlich hier, je nachdem, was wo eine Ankerspannung hier anliegt, kann man hier einen Drehmoment am Ausgang, ja, also am Ausgang von dem Motor generieren. Und dieses Drehmoment muss natürlich gegen eine bestimmte Last wirken oder einer bestimmten Last entgegenwirken. In dem Fall, wenn das der Ellenbogenmotor ist, dann ist es natürlich das komplette Gewicht vom Unterarm und zwar in jeder beliebigen Stellung, ob wir so oder so sind. Und auch bei beliebigen Gewichten, die in der Hand sind. Ja? Das sind alle Störgrößen, die wir nicht kennen. Und wenn wir die Drehzahl hier regeln wollen, dann müssen wir den Ausgang, also Drehzahl hier beobachten mit irgendwelcher Sensorik, also Tachometer, das Ganze hier rückkoppeln. Und man sieht hier, da kriegen wir natürlich diese Rückkopplung oder die Drehgeschwindigkeit als Spannung hier. Und diese Spannung vergleichen wir mit einer Sollspannung, die natürlich dem Solldrehgeschwindigkeit entspricht. Daraus bilden wir eine Regeldifferenz und dann mit Operationsverstärker und Gleichrichter hier können wir die entsprechende Spannung generieren. Oder das wäre ja unser Regler hier. Generiert die entsprechende Spannung, die für diesen Motor, zum Beispiel für diesen 24-Volt-Motor oder 48-Volt-Motor und so weiter und so fort, passend ist für die Regel. Ja? Genau, das ist so die Motivation und das ist jetzt so aus unserer Sicht, da werden wir auch in den Übungen hier Beispiele sehen, die nicht nur jetzt zur Regelung von einem Motor oder zur Regelung der Spur beim Fahren, sondern wir werden Beispiele aus der Elektrotechnik, wir werden Beispiele aus der Teilchenphysik und so weiter und so fort kennenlernen, wo man sieht, warum man eigentlich dynamische Systeme beschreiben muss und wie man das macht. Und das ist das Thema von diesem Kapitel. Das heißt, um damit zu beginnen, müssen wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen, wie können wir das jetzt, das sind mathematische Modelle, also habe ich gesagt, also dieser Operator, der für uns jetzt oder Zusammenhang zwischen Eingangsstörgrößen und Ausgangsgrößen, das ist eine Differential, im Allgemeinfall Differentialgleichung bei zeitkontinuierlichen Systemen oder eine Differenzengleichung bei zeitdiskreten Systemen. Und deshalb wollen wir uns gucken, wie sieht das eigentlich aus? Welche Mathematik wird benötigt hier, um dynamische Systeme zu beschreiben? Das heißt, wir werden uns hier ein bisschen allgemein mit einer allgemeinen Beschreibung von einem dynamischen System beschäftigen, kurz auf die Differentialgleichung eingehen und die lösen und schauen, ob wir so eine allgemeine Lösung für Differentialgleichungen, die dynamische Systeme in der sogenannten State Space Form oder State Space Representation haben können. Auf Deutsch sagt man Zustandsraumbeschreibungen von dynamischen Systemen. Und da werden wir dort eine sehr bekannte Matrix kennenlernen, die für dynamische Systeme, allgemein Zeitvariante und Zeitinvariant, die sogenannte State Transition Matrix. Und dann anschließend werden wir eine andere Vorgehensweise sehen,
wie wir praktisch diese Systembeschreibung mit Hilfe von der Laplace-Transformation natürlich Beziehungen zwischen Eingang, Ausgangsgrößen bis hin zu Übertragungsfunktionen bei dynamischen Systemen. Genau, fangen wir an, ganz kurz, Differentialgleichungen, das kennt ihr, eine allgemeine Differentialgleichung erster Ordnung können wir in der Form schreiben, x-Punkt, das sind, wie wir wissen, Vektoren, also x und u sind Vektoren, das ist also dann eine Funktion von x, ja, und eine Funktion von u und eine Funktion der Zeit, ja, und das ist hier abgeleitet nach der Zeit, und das ist eine Differentialgleichung erster Ordnung. Eine spezielle Version von linearen dynamischen Systemen kann beschrieben werden in der Form. Und man sieht hier, das haben wir ja auf der Eingangsfolie und wir werden sehen, wie wir zu dieser Form später kommen, aber man sieht hier, wir haben ja eine gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung, x ist aber ein Vektor. Ja, also das heißt, das sind so Zustandsgrößen des Systems und x nennen wir dann Zustandsvektor. Nicht unbedingt die Ausgangsgrößen, sondern irgendwelche anderen relevanten Größen, die uns interessieren. Ja, u ist der Input-Vektor bzw. der Kontrollvektor und das kann nicht nur jetzt hier eine Spannung für einen Ellenbogenmotor, sondern da können alle Spannungen für alle 8 Gelenke im Arm von Armer 6 sein beispielsweise. Ja? Und A und B sind Matrizen. Und bei zeitinvarianten Systemen, ja, also wo bei zeitinvarianten Systemen, wo das Verhalten von dem System vom Zustand des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt abhängt, sondern unabhängig davon ist, A und B sind dann im Falle von zeitinvarianten Systemen konstante Matrizen. Aber allgemein wollen wir schreiben, weil bei zeitvarianten Systemen, also wenn das nicht der Fall ist, also wenn das Systemverhalten davon abhängt, wo das System war zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann haben wir zeitvariante Systeme, dann sind diese Matrizen A und B auch zeitabhängige Größen. Natürlich x und u sind zeitabhängige Größen, weil wir beschäftigen uns mit Zeit, mit dynamischen Systemen. Das sind Größen, die sich von der Zeit abhängen. Das heißt, hier haben wir die Zeitabhängigkeit explizit. Ja, bei u und x ist hier nicht geschrieben auf der Folie. Aber a und b sind bei zeitinvarianten Systemen konstant. Das heißt, man kann das d hier weglassen. Bei zeitvarianten Systemen sind sie nicht konstant. Und wie geht man damit um? Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen in der Literatur und die werden wir auch hier sehen. Das heißt, wie geht man mit der Beschreibung von dynamischen Systemen um? Es gibt Zustandsraumbeschreibungsmethoden, die arbeiten tatsächlich im Zeitbereich. Ja? Also man nennt sie auch Zeitbereich-Methoden oder Time-Domain-Methoden. Wo wir die Systembeschreibungen in Form von Differentialgleichungen haben und wo natürlich bekannte Transfer- oder Übertragungsfunktionen der unterschiedlichen Blöcken in so einem Regelungssystem auf eine Differentialgleichung abgebildet werden müssen, damit man dort analysiert, Regler entwirft und so weiter und so fort. Und andere Methoden sind die vielleicht für diejenigen, die aus dem Chatronic, Elektrotechnik, Maschinenbau kommen, die kennen natürlich diese Frequenzbereich-Methoden, also wo man alle Systembeschreibungen in den Laplace-Bereich oder Fourier-Bereich transformiert und dann dort Transferfunktionen bildet und dann das System oder der Entwurf von einem Regler oder die Analyse des Verhaltens von einem System basierend auf diese Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich durchführen. In dieser Vorlesung wollen wir zunächst mal
uns in diesem Zeitbereich, wollen wir zunächst mal das Ganze im Zeitbereich betrachten. Das heißt, wir wollen eine allgemeine Lösung, ja, für diese Differentialgleichung. Und das ist, ich meine, wir kennen das. Der Unterschied ist vielleicht, dass wir eine Vektor-Matrix-Differentialgleichung haben. Also es ist jetzt nicht eine lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten Alpha und Beta, sondern das sind Vektoren und das sind hier Matrizen, und zwar in der Form oder mit der Hilfe von dieser State Transition Matrix. Und diese State Transition Matrix, die wir kennenlernen werden, wenn wir diese allgemeine Lösung für diese Gleichung finden, die wird uns etwas ganz Interessantes beschreiben können. Und zwar, sie beschreibt für uns, wie der Zustand X von dem System, also X ist nicht die Eingangsgröße, also die Eingangsgröße oder Steuergröße oder Kontrollsignale sind U von unserem System und X sind Zustandsgrößen, die uns interessieren. Ja? Also wenn wir zum Beispiel die Bewegung von einer Masse unter einer bestimmten Kraft, Newton-Gesetz, also F ist gleich M mal A haben, dann interessiert uns vielleicht nicht jetzt die Beschleunigung oder die Kraft, sondern es interessiert uns, wo ist die Position von dem System oder mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich das System. Das heißt, Position und Geschwindigkeit sind in dem Fall interessant. Also für so Bewegung von einer Masse, ja, F ist gleich M mal A, beziehungsweise F ist gleich M mal X2 Punkt. Ja. So, das heißt, diese Matrix, die wir finden als magische Lösung von dieser Gleichung hier, die beschreibt für uns, wie der Zustand X von T des Systems zum Zeitpunkt T ist, wenn wir den Zustand von diesem System zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt kennen. Das heißt, wenn wir den Anfangszustand von dem System, also X von Tau, Tau gleich 0 kennen, dann werden wir immer den Zustand von dem System zu beliebigem Zeitpunkt mithilfe von dieser allgemeinen Lösung oder mithilfe von der State Transition Matrix bestimmen können. Nochmal hier der Hinweis, zeitinvariante Systeme, die Matrix, also diese Matrix, wie wir sehen werden, ist ist die Matrix-Exponentialfunktion, ja, also e hoch a t beispielsweise, wobei a eine Matrix ist. Aber bei zeitveränderlichen oder zeitvarianten Systemen, diese State Transition Matrix ist gar nicht so einfach zu beschreiben mit einfachen Funktionen und auch mit nicht so einfachen Funktionen. Ja, also auch mit Bessel oder hypergeometrischen Funktionen kann man diese State Transition Matrix bei zeitvarianten Systemen nicht beschreiben. Aber bei zeitinvarianten Systemen werden wir sehen, dass es eine Matrix-Exponentialfunktion ist. So, nun schauen wir, wie die Lösung dieser Differentialgleichung aussieht im State-Space-Form, also im Zustandsraum-Darstellung. Und wir wissen, diese Differentialgleichung ist hat zwei Teile. Einmal x-Punkt ist gleich a von x plus b hier. Das heißt, wir sprechen von einem homogenen Teil und einem nicht homogenen Teil in der Mathematik. Und deshalb fangen wir zunächst mal hier mit diesem ersten Teil. Das heißt, wir haben eine einfache Differentialgleichung, die wir alle kennen. Nur der Unterschied, dass x ist ein Vektor und a ist eine Matrix, also eine quadratische Matrix hier. Und wir wissen, dass die Lösung von so einer Differentialgleichung nichts anderes ist als x von t ist gleich e hoch at mal einer Konstante c. Ja, das ist eine allgemeine Lösung von dieser homogenen Differentialgleichung. Wir wissen, e hoch at, das ist die Matrix-Exponentialfunktion, also wie e hoch alpha t, aber statt alpha Konstante haben wir eine a als Matrix. Das heißt, i plus at plus a Quadrat, t Quadrat durch 2 fakultiert und so weiter und so fort. Und i ist natürlich die Einheitsmatrix hier und c ist eine Konstante, die wir bestimmen wollen. Naja, wir können ja prüfen, ob das tatsächlich eine Lösung von der Gleichung ist. Das heißt, ist x gleich e hoch alpha t mal c eine Lösung von dieser homogenen Differentialgleichung? Wir bestimmen hier
die Ableitung von x, wir leiten nach der Zeit, c ist unabhängig von der Zeit, und wenn wir nach der Zeit ableiten, wir nehmen hier für die Matrixfunktion, also das ist wirklich sehr einfach für die Leute, die Schwierigkeiten haben, vom Skalaren auf die Matrixmutation zu gehen, deshalb mache ich das ganz, ganz ausführlich, also e hoch at, wissen wir, wie wir das hier gesehen haben, ist i plus at und so weiter. Und wenn wir nach der Zeit ableiten, bleibt natürlich hier a plus at und so weiter und so fort. Das heißt a plus a Quadrat t. Und wenn wir das hier ausklammern, ein a ausklammern, dann sehen wir, das ist ein a mal dem hier. Und das ist nichts anderes als eigentlich e hoch at. Das heißt, die Ableitung von E hoch Matrix AT ist nichts anderes als die Matrix A multipliziert mit E hoch AT. Aber ich glaube, die meisten von euch kennen das schon. Das heißt, die Ableitung Delta X nach Delta T ist nichts anderes als A mal E hoch AT multipliziert mit C. Und E hoch AT mal C ist eigentlich unser X, und das bedeutet eigentlich X-Punkt ist gleich AX. Das ist genau, was wir hier haben. X-Punkt, also das ist ja X-Punkt, ja. Und wir haben gezeigt, dass X-Punkt ist gleich A mal X, und somit ist das hier eine Lösung der Differentialgleichung. Nun müssen wir noch eine Sache machen. Wir müssen natürlich diese Konstante C bestimmen. Und für diese Konstante C können wir bestimmen, indem wir den Zustand vom System zu einem bestimmten Zeitpunkt kennen. Also wenn wir den Zustand, also wenn wir X Zustand vom System zu einem Zeitpunkt Tau kennen, dann wissen wir, X von Tau ist gleich E hoch A Tau mal C, weil das ist eine allgemeine Lösung der Gleichung. Wenn wir hier jetzt beide Seiten mit dem Inversen von dem hier multiplizieren, dann haben wir natürlich hier ein C, und hier multiplizieren wir x von Tau von der Seite hier mit dem Inversen von e hoch a Tau. Das ist die Exponentialmatrix, das hat die Inverse davon. Und wenn wir das Ganze ein bisschen aussortieren, x von t ist gleich e hoch at mal c, das heißt e hoch at mal c, und c ist das hier, das heißt e hoch at mal e hoch a tau, tau ist der Zeitpunkt, zu dem wir den Zustand vom System kennen, dann inverse davon multipliziert mit dem Zustand des Systems zum Zeitpunkt tau. Das heißt, auf diese Art und Weise haben wir eigentlich die C bestimmt. Das heißt, wenn man hier X hat, dann haben wir keine Konstante C, sondern man sieht hier, das Ganze hängt nur vom Zustand des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt Tau, wo wir das kennen, und dann von A und von T. Genau, diese Matrix-Exponentialfunktion hat eine sehr interessante Eigenschaft. Wenn wir sowas haben, wir wissen ja, wir können bei der Multiplikation hier e hoch at1 mal e hoch at2 ist nichts anderes als das hier. Das Gleiche auch hier für die Inverse von dieser Matrix, also e hoch a tau, und Inverse davon ist nichts anderes als e hoch minus a tau. Das heißt, wenn wir das hier auf die Lösung hier einsetzen, dann können wir eigentlich hier sagen, das ist e hoch a t minus tau, weil dafür können wir schreiben e hoch minus a tau. Und wenn man das hier hat, dann hat man die Lösung in der Form. Das heißt, x von t ist gleich e hoch a t minus tau mal x von tau. Und diese e hoch at minus tau ist eine Spezialform von dieser Transition. Das ist nach wie vor eine Matrix-Exponentialfunktion, ja. Das ist eine Spezialform von dieser State-Zustandstransitionsmatrix, die wir gleich kennenlernen oder später kennenlernen werden.
So, aber wir haben jetzt nur die Lösung für diesen homogenen Teil der Differentialgleichung. Also wir haben nur die Lösung für x-Punkt ist gleich ax, aber wir wollen ja eigentlich die Lösung für x-Punkt gleich ax plus bu. Und wir reden über zeitinvariante Systeme, das heißt a und b sind konstante Matrizen. Und da kann man hier, wie man weiß, mit der Methode der Variation der Konstanten, kann man hier jetzt eine partikuläre Lösung der Differentialgleichung finden. Das heißt, man sucht eine Lösung für xt der Form, wo c eine Funktion der Zeit ist. Ja? Und wenn wir das hier so machen und wir setzen in diese Differentialgleichung, das heißt, wir müssen das hier differenzieren für x-Punkt. Wenn wir das hier ableiten, dann müssen wir berücksichtigen, dass c auch von der Zeit abhängt. Die Ableitung von dem ersten Term ist a mal e hoch at mal c von t plus der Term hier multipliziert mit der Ableitung von c, also e hoch at multipliziert mit c-Punkt. Und das ist nichts anderes als ax, also a multipliziert mit x. X ist e hoch at ct plus b. Naja, was haben wir da hier? Wir können eine ganze Menge, wie man sieht hier, der Term hier und der Term, die verschwinden, dann bleibt e hoch at c Punkt ist gleich b mal u, beziehungsweise c Punkt ist gleich, muss man mit der Inversen, und wir haben gesehen, dass die Inverse von dieser Exponentialmatrix ist nichts anderes als e hoch minus at, deshalb c Punkt ist gleich e hoch minus at t multipliziert mit dem Rest. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir können c berechnen. Und c können wir berechnen, indem wir diesen Term hier integrieren, und zwar von irgendeinem Startpunkt t bis zum jetzigen Zeitpunkt von e hoch mal und so weiter und so fort. Was fehlt uns noch? Soweit, glaube ich, ist alles straightforward, nur Mathematik. Es fehlt uns natürlich hier die Information, was ist eigentlich dieses t? Also t kennen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Das ist auch gut, weil diese Lösung, diese partikuläre Lösung, die wir gerade suchen, die muss eigentlich mit der homogenen Lösung zusammenpassen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir noch diese Freiheit haben, dass wir diese Grenze vom Intervall bestimmen können. Und wie kann man diese Grenze vom Intervall bestimmen? Man kann das... Entschuldigung, bevor wir das bestimmen, schauen wir, wie die allgemeine Lösung jetzt der Differentialgleichung aussieht. X von t ist gleich e hoch at multipliziert mit c von t, ja, also die partikuläre Lösung. Und da dieses Integral hier nicht von t abhängt, können wir dieses e hoch at reinschieben und dann kriegen wir, wie man sieht, hier Integral von groß t bis t. E hoch at von t minus lambda multipliziert mit dem. So, und das dürfen wir machen, weil der Term, wir integrieren hier nach lambda, das heißt, der hier, der ist unabhängig von lambda, deshalb können wir das in das Integral hier reinschieben. Das heißt, unsere gesamte Lösung ist die Lösung der homogenen Differentialgleichung, was wir vorher bekommen haben, plus diese partikuläre Lösung, die wir gerade jetzt hier bekommen haben, wo t noch auch unbekannt ist, wie ich bereits erwähnt habe. So, wie bestimmen wir t? Naja, also wir haben ja gesagt, dass diese State Transition Matrix, die gibt uns den Zustand von dem System zu beliebigem Zeitpunkt t, wenn wir den Zustand zu einem Zeitpunkt tau kennen. Das heißt, wenn wir jetzt diese Lösung hier betrachten, dann muss diese Lösung eigentlich auch zu diesem Anfangszeitpunkt tau gelten. Das heißt, wenn ich für t tau setze, hier, x von tau ist gleich e hoch t minus dem hier, ja, dann also tau minus tau ist 0, e hoch 0 ist eine 1, dann kommt x von tau gleich x von tau. Ja, das heißt eigentlich, am Anfang ist der Term hier, soll der Term hier verschwinden. Ja, das heißt, wenn wir das hier machen, dann haben wir x von tau ist gleich x von tau plus
Integral von t bis tau, weil wir haben ja für t tau eingesetzt und dieser Term muss hier verschwinden. Und wenn verschwindet dieser Term, dieses Integral, verschwindet nur dann von tau gleich t, wenn groß t gleich tau ist. Das heißt, wir können hier für die allgemeine Lösung schreiben, x von t ist gleich, das ist die Lösung für den homogenen Teil, plus hier diese spezielle Lösung, aber jetzt von tau, das ist ganz wichtig, weil tau kennen wir, das ist der Zeitpunkt, wo wir den Zustand vom System kennen. Also x von tau ist bekannt. Wir haben gesagt, dieses e hoch at minus tau gibt uns den Zustand von dem System zu einem beliebigen Zeitpunkt t, wenn wir den Zustand zu einem Zeitpunkt tau kennen. Das heißt, x von tau kennen wir und tau kennen wir, deshalb ist es ein Integral ab dem Zeitpunkt bis zum jetzigen Zeitpunkt von dem, was hier hinter diesem Integral steht. So, das bedeutet, das ist unsere allgemeine Lösung von dieser Gleichung, von dieser Differentialgleichung, die für uns ein lineares zeitinvariantes System beschreibt. X-Punkt ist gleich ax plus bu und man kann zeigen, dass alle zeitinvarianten dynamischen Systeme auf diese Form zurückgeführt werden können. Also es ist jetzt keine spezielle Beschreibung von einem zeitinvarianten dynamischen System, sondern es ist eine allgemeine Beschreibung von allen linearen zeitinvarianten dynamischen Systemen. Jedes lineare zeitinvariante dynamische System kann auf diese Differentialgleichung oder in diese Zustandsraumbeschreibung zurückgeführt werden. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir werden gleich sehen, also das Beispiel vorher, wo wir gesagt haben, f ist gleich m mal a, also f ist gleich m mal x2 Punkt, das Newton-Gesetz ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, ja, eine gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung. Und so ein System können wir auf diese Beschreibung zurückführen. Das werden wir gleich als Beispiel oder in diesem Kapitel als Beispiel sehen und viele andere Beispiele. Aber wir sehen hier, wir haben die Lösung hier und diese Lösung hängt zunächst mal natürlich vom Zustand des Systems, einem bekannten Zustand des Systems zu einem bekannten Zeitpunkt, zum Beispiel Anfangszeitpunkt tau und dann natürlich von der Eingangsgröße, also von den Control-Inputs mit einer Matrix B, die hier das Ganze irgendwie beeinflusst. So, einige Anmerkungen zu dem Thema. Das heißt, es ist eine Lösung und die besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, wie man sieht, der ist eigentlich deshalb da, weil wir einen initialen Zustand vom System haben. Also wenn der initiale Zustand vom System null ist, also alles null ist, dann verschwindet der Term. Der hängt also nur vom Anfangszustand ab. Der zweite Term, und ohne den wäre das Ganze unsinnig, der hat natürlich den Einfluss der Eingangsvariablen. Ja, die Eingangsvariablen u. Also wir hatten ja diesen Block, wir haben gesagt, Eingang ist u und Ausgang ist y. Und über y haben wir bis jetzt nicht geredet, sondern wir reden über diese Zustandsgrößen, die irgendwie intern im System sind, die uns interessieren. Das heißt, der zweite Term hier, der beschreibt für uns den Einfluss von den Eingangsgrößen oder Kontrollgrößen u in der Zeit, also von dem Anfangszeitpunkt tau bis zum jetzigen Zeitpunkt t. Genau. Und diese Begrifflichkeiten wie initial und aktueller Zustand, das sind nur so zur Vereinfachung der Denkweise. So denken wir Menschen rein sequenziell irgendwie Zeitpunkt tau und dann jetziger Zeitpunkt. Aber die können ja umgekehrt sein. Das heißt, man braucht jetzt hier, wir haben überhaupt keine Annahme gemacht, dass t größer gleich tau ist. Das heißt, diese ganzen Beziehungen oder Betrachtungen oder Lösungen, die wir hier hergeleitet haben, die gelten auch, wenn t kleiner gleich tau. Ja? Wenn man jetzt hier dieses Integral mal anguckt, da sieht man ja eigentlich, das ist so ein Integral für die Leute, die zum Beispiel in der Bildverarbeitung oder in der Systemtheorie irgendwelche Vorlesungen besucht haben, vielleicht auch in der Mathematik, das ist ein Faltungsintegral. Ja?
Und dieses Faltungsintegral gibt eigentlich den Beitrag oder beschreibt den Beitrag zum Zustand des Systems aufgrund von den Eingangsgrößen U, ja, also due to the input U. Und dieser Beitrag zum Zustand des Systems zum Zeitpunkt T ist nichts anderes als die Faltung von U hier mit E hoch AT mal B. Wenn wir zwei Funktionen, die von der Zeit abhängen voneinander, oder zwei Funktionen, die von Lambda abhängen beispielsweise oder von irgendwas abhängen von der Zeit, miteinander falten, dann müssen wir die eine Funktion und dann die andere Funktion mit t minus so ein Lambda oder ein x multiplizieren und dann Integral daraus bilden. Das heißt, wenn das hier unsere Eingangsgrößen sind, u, die Funktion, die die Eingangsgrößen beschreibt, der Rest ist nichts anderes als b multipliziert mit e hoch at minus tau. B ist eine Konstante, deshalb ist das die Faltung von u mal e hoch at b gibt uns eigentlich der Beitrag oder der Einfluss der Eingangsgröße u oder die Kontrollvariablen u auf den aktuellen Zustand des Systems. Und diese Funktion e hoch at b hat auch eine besondere Bedeutung, die nennt man auch Impulsantwort von dem System. Genau, bis jetzt haben wir, wie ich bereits erwähnt habe, nur über diesen Kontrollinput-Vektor U und Zustandsvektor X. Aber wir haben ja gesehen, diese dynamischen Systeme, die haben ja ein Input U und die haben ein Output Y. Und das ist dieser Output oder diese Ausgangsgrößen Y, die hängen vom Zustand ab. Ja, und die werden dann in der Form beschrieben. Das heißt, die Ausgangsgrößen von so einem linearen, zeitinvarianten dynamischen System, Y, ist nichts anderes als eine Matrix, eine konstante Matrix multipliziert mit dem Zustand. Und Zustand haben wir vorher bestimmt, e hoch a t minus tau multipliziert mit x von tau plus Integral hier und für Y, für die Ausgangsgrößen hier, multiplizieren wir die Lösung, die wir vorher bekommen haben, mit C, ja, mit dieser Matrix C. Und man sieht hier, das ist auch eine Annahme, die wir machen, dass die Ausgangsgröße nur vom aktuellen Zustand des Systems abhängt. Das muss nicht immer so sein. Die Ausgangsgrößen von dem System können vom aktuellen Zustand X, aber auch von den Eingangsvariablen abhängen. Da würde man hier schreiben, Y ist gleich Cx plus du. Ja? Die Leute, die in der technischen Informatik waren, die vielleicht denken jetzt sofort in diesen zwei Automatenmodelle, einmal ein Mealy und ein Moore-Automat, wo wir über endliche Automaten oder Schaltwerke dort geredet haben. Und wir wissen, dass bei einem Moore-Automat zum Beispiel die Ausgabe nur vom Zustand abhängt. Das wäre dann Y ist gleich C mal X, weil X ist der Zustand, während bei einem Mealy-Automaten hängt die Ausgabe sowohl vom Zustand als auch von den Eingangsvariablen. Deshalb schreibt man dann für Y, Y ist gleich Cx plus D, noch eine Matrix mal U. Ja? Steht nicht auf der Folie, aber werden wir später sehen. Genau, und der Impulsantwort von dem System mit Y ist natürlich das hier, also C multipliziert mit dem hier, also diese wichtige Funktion oder Antwort des Systems, die wir vorher auch definiert haben. Und wir sehen hier in diesen ganzen Betrachtungen, die wir bis jetzt gemacht haben, wir haben natürlich angenommen, damit wir diese Matrix-Exponentialfunktion umformen und die Lösung so finden, natürlich haben wir angenommen, dass die Matrix A eine konstante Matrix ist. Aber wir haben überhaupt keine Annahmen über die Matrix B und C. Wir haben gesagt, diese sind jetzt für uns konstante Matrizen, aber die müssen nicht konstante Matrizen sein. Das heißt, B und C
müssen nicht unbedingt konstante Matrizen sein und trotzdem gilt alles, was wir bis jetzt hergeleitet haben. So, das heißt, wenn B und C zeitvariant sind, dann gilt nach wie vor hier unsere Lösung x von t, wie wir gesehen haben, aber b hängt natürlich von der Zeit ab, deshalb nicht eine Konstante, sondern b von Lambda. Und natürlich hier für die Ausgangsgröße y haben wir nicht nur eine konstante Matrix multipliziert mit dem Rest, sondern eine Matrix, die von der Zeit abhängt. Ja. Und das Ganze aber hier, diese Lösung, wie der Zustand vom System zu einem beliebigen Zeitpunkt ist, wenn wir den Anfangszustand kennen, wie die Ausgangsgrößen von dem System sich verhalten, wenn wir den Anfangszustand kennen, das gilt alles, solange A eine konstante Matrix ist. Das heißt, wenn A eine von der Zeit abhängige Matrix ist, dann können wir alles, was wir bis jetzt hergeleitet haben oder abgeleitet haben, in den Mülleimer schmeißen. Also nicht in den Mülleimer schmeißen, sondern das gilt nicht. Ja? Also das heißt, diese Beziehungen, die wir hergeleitet haben, gelten in dem Fall. So, bei solchen Zeitvariantensystemen, also wo wirklich die Dynamik von dem System variiert, wie bereits erwähnt, da gelten diese Beziehungen nicht, aber bei einem genau, also der Zustand zum Zeitpunkt hängt nur vom Zustand zum Zeitpunkt Tau und bei linearen Systemen, bei linearen dynamischen Systemen ist diese Abhängigkeit linear und wir können dazu immer Folgendes schreiben, das heißt x von t ist gleich das hier multipliziert mit x von Tau und für dieses e hoch a Tau habe ich jetzt, oder haben wir jetzt dieses Phi T Tau, weil das hängt ja von T und von Tau, ja, und man sieht hier diese Exponentialmatrix, E hoch A T haben wir jetzt getauft in Phi T Tau und das ist unsere State Transition Matrix. Und man sieht hier, diese State Transition Matrix, also wenn die Eingangsgrößen dann sich nicht mehr verändern, dann können wir den Zustand von dem System bestimmen und zwar nur in Abhängigkeit von dem Anfangszustand. Genau, was für Eigenschaften hat diese Matrix? Diese Matrix in zeitinvarianten Systemen ist sie dann e hoch a t minus tau und bei zeitvarianten Systemen können wir keine einfache Darstellung oder Repräsentation von der Matrix hier angeben, auch nicht mit komplexen Funktionen. Also hier sehen wir, dass wegen der Exponentialfunktion die State Transition Matrix oder Zustandsübertragungsmatrix hier angeben können. Jedoch kann man tatsächlich Kontrollsysteme, also Regelungssysteme entwerfen, nur aus der Kenntnis von dieser Dynamikmatrix. Also natürlich die A-Matrix beschreibt ja die komplette Dynamik und das Leben von diesem dynamischen System. Ja? Und man kann auch in solchen Situationen Regelungssysteme entwerfen, nur wenn man diese Matrix kennt. Ansonsten natürlich, es gibt auch zeitvariante Systeme in der Natur, ja, oder im Universum. Das heißt, man kann natürlich hier Regelungssysteme entwickeln diese Systeme beschreiben, nur wenn man A von T kennt, ohne dass man diese State Transitions Matrix angeben kann, beziehungsweise berechnen kann. Genau. Die allgemeine Lösung können wir jetzt so schreiben für zeitinvariante Systeme. Der Titel ist ein bisschen hier irritierend. Es geht hier um zeitinvariante Systeme, wie man hier sieht. Die allgemeine Lösung können wir jetzt angeben, indem wir die Matrix-Exponential hier durch die State-Transition-Matrix ersetzen. Das heißt, überall, wo e hoch at in der Lösung war oder et minus tau, setzen wir jetzt Phi und da sieht man hier, wie unsere Lösungen, die wir vorher ermittelt haben, aussehen.
So, auch einige Bemerkungen zur State Transition Matrix, die kann man auf unterschiedliche Art und Weise berechnen, zum Beispiel, dass man die Definition von Reihen und Reihenentwicklung, das ist aber nicht so bequem für Papier-Bleistift-Methoden, oder man verwendet Laplace-Transformationstechniken für zeitinvariante Systeme. Die Matrix ist eine Funktion von dieser Differenz von t minus tau. Nicht eine Matrix phi von t, sondern eine Matrix von einer Zeitdifferenz. Aktueller Zeitpunkt und dem Startzeitpunkt tau. Also, aber ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann man annehmen, dass wir immer tau gleich 0 setzen. Das heißt, für unsere State Transition Matrix phi von t tau können wir schreiben, phi von t ist gleich e hoch at. Das macht uns das Leben einfacher und im Folgenden werden wir immer statt t minus tau, also dieses Argument von der Matrix hier oder von der Funktion hier, werden wir t schreiben. Das können wir natürlich bei Zeitvariantensystemen nicht machen. Das heißt, wir können nicht phi von t tau auf phi von t 0 reduzieren. Genau. Und im Allgemeinen, diese Matrix kann man natürlich nicht analytisch berechnen. Jedoch, wenn die Dynamics-Matrix a von t einfach ist, manchmal kann man für zeitvariante Systeme diese State Transition Matrix auch berechnen. Genau, das ist eigentlich, was ich bis jetzt an Theorie, was wir an Theorie wissen sollen. Wir sollen wissen, wir haben eine bekannte Gleichung hier, die heißt x-Punkt gleich ax plus bu. Und wir wissen, wie die allgemeine Lösung von dieser Gleichung ist. Und wir wissen, dass wir bei der Bestimmung der Lösung auf diese State Transition Matrix gekommen sind, die bei zeitvarianten Systemen ziemlich, nicht so angenehm ist. Ja? Und bei zeitinvarianten Systemen eigentlich eine Matrix-Exponentialfunktion ist. Und mit deren Hilfe können wir Aussagen über den Zustand des Systems zum Zeitpunkt t machen, wenn wir den Zustand, den Anfangszustand zum Zeitpunkt tau gleich 0 kennen. Jetzt wollen wir schauen, was bringt, warum macht der Termin mir das Leben so schwer und was bringt mir das und wie kann ich das einsetzen bei Sachen, die ich bereits kenne oder wenn ich so Regelungen oder wenn ich mich interessiere für den Zustand von einem System, Regelungen entwerfe oder mich für den Zustand in einem System interessiere. Und ich nehme ein einfaches Beispiel, was wir alle kennen. Ja, also das ist das Newtonsche Gesetz. Wir wissen, das ist eine Differentialgleichung, gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung. Die Kraft hier, die auf einer Masse ohne Reibung jetzt hier einwirkt, ist gleich Masse von dem, ja, die Masse multipliziert mit Beschleunigung, beziehungsweise Beschleunigung, wenn wir auflösen, ist F durch M und die Beschleunigung ist natürlich beziehungsweise diese U, F durch M, ist nichts anderes als unsere Kontrollvariable. Ja, also das ist, was wir kontrollieren können. Wenn wir so eine Masse bewegen wollen, dann ist die Kraft unser Kontrollinput, ja, beziehungsweise Kraft durch Masse hier. Wenn wir uns an unserer Beschreibung hier denken, dann ist es unser U. Das heißt eigentlich, das ist ein dynamisches System, das ist ein zeitinvariantes dynamisches System und lässt sich beschreiben in der Form. Und wenn wir das in der Form beschreiben, wissen wir, wie der Zustand von dem System, und bis jetzt haben wir überhaupt kein Wort darüber gesagt, was ist Zustand von dem System. Das System ist eine Masse, die unter dem Einfluss von einer Kraft bewegt. Ja, und wir wissen, Newton hat uns gesagt, wie sind die Beziehungen hier.
Aber wir wissen nicht eigentlich, was ist der Zustand? Was sind so Zustandsgrößen? Also was ist x hier in dieser Gleichung? Also x, zwei Punkt ist der Weg, ja, hier, also die zweite Ableitung des Wegs. Aber dieses x hier in der allgemeinen Beschreibung sind unsere Zustandsvariablen. Und deshalb wollen wir gucken, wie können wir das beschreiben mit dem, was wir heute kennengelernt haben. Und wir machen eine Übung, wir werden mehrere Beispiele, nicht nur dieses einfache Beispiel aus der Elektrotechnik, aus der Physik und so weiter und so fort, aus der Robotik natürlich, wie man komplexe Systeme mit Hilfe von diesen Zustandsraumbeschreibungen repräsentieren kann. So, das heißt, wir fangen an, das ist, was wir wissen. Und wir wollen alles irgendwie in diese Form überführen. Und wenn wir das in diese Form überführen, haben wir viele Vorteile von der Regelungstechnik-Seite. Wir können viele Aussagen über das System machen. Aber insbesondere, wir können immer wissen, für Zustandsvariablen, die uns interessieren in dem System, wie sie sich verhalten im Laufe der Zeit. Und die Frage ist, was sind eigentlich die Zustandsvariablen, die uns interessieren. Was würde euch interessieren hier in so einem Beispiel? Also Kraft wirkt auf einer Masse. Ja, also mich würde interessieren zum Beispiel, wo ist diese Masse dann? Ja, wo ist diese Masse? Also wirklich x, ja. Und mich würde auch interessieren, mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich die Masse? Und man merkt hier, das sind Sachen, die man jetzt festlegen muss. Also wir definieren eigentlich unser Vektor x. Und wenn wir das so machen, unser Vektor x, das ist ja k-dimensional, in dem Fall zum Beispiel sagen wir, das ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Ich kann mir zwei Zustandsvariablen leisten, ja, wo die erste Zustandsvariable, also das ist die erste Komponente von dem Vektor x, ist wirklich die Position, ja, die kartesische x-Position. Und die zweite Zustandsvariable ist die Ableitung von x, also die Geschwindigkeit von dieser Masse. Ja? So, was bedeutet das? Wir wollen auf diese Form gehen. Das heißt eigentlich, x muss hier verschwinden. Wir müssen alles beschreiben mit x1 und x2, weil wir haben jetzt unsere Zustandsvariablen und die sind x1 und x2. Und man sieht hier, da muss ich sie eigentlich jetzt differenzieren. Ja? Das heißt, ich muss x1 Punkt bilden, x, damit das hier passt. Ja? x1 Punkt ist gleich x Punkt, oder? Und x2 Punkt ist, also x1 Punkt ist gleich x Punkt. Wenn ich hier ableite, x1 Punkt ist gleich x Punkt, aber x Punkt ist gleich x2, deshalb x1 Punkt gleich x2. x2 Punkt, ich leite hier ab, ist x2 Punkt und x2 Punkt ist der Eingang. Hurra. Das heißt, dieses System hier können wir in der Form beschreiben. Wir haben zwei Zustandsvariablen definiert, die Position und die Geschwindigkeit von der Masse. Und dann wissen wir eigentlich, wie unsere Zustandsvariablen aussehen. Das heißt, wenn ich das Ganze in die Form überführen will, dann weiß ich, dass x1 Punkt, die erste Komponente hier, ist 0x1 plus 1x2 plus 0u. U ist kein Vektor in dem Fall, sondern ein Skalar, weil wir haben nur die Kraft, die auf das System einwirkt. Und x2 Punkt ist 0x1 plus 0x2 plus 1 mal. Naja, wir haben gesagt, das ist eine Matrix und diese Matrix ist bei, wenn der Vektor hier, wenn ich zwei Zustandsvariablen habe, dann ist das eine 2 mal 2 Matrix. Und wenn ich nur einen Control-Input habe, U, dann ist B eine 2 mal 1 Matrix, also eigentlich ein Vektor. Ja? So, das bedeutet, unsere Matrizen, die wir gerade suchen, hier sind nichts anderes als A ist 0, 1, 0, 1 und B ist nichts anderes als 0 und 1. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Zustandsraumbeschreibung von unserem System sieht wie folgt aus. Ja? X Punkt 1, X1 Punkt, X2 Punkt,
das ist mein Vektor hier, ist die Matrix A, die wir vorher bestimmt haben, multipliziert mit x, ja, plus b multipliziert mit u. Also das ist genau die Zustandsraumbeschreibung, die wir brauchen. Ja. Das heißt, ausgehend von diesem Gesetz, physikalischen Gesetz, kommen wir jetzt hier auf eine Beschreibung, wo wir jetzt den Zustand vom System, und Zustand vom System ist jetzt Position und Geschwindigkeit zu jedem beliebigen Zeitpunkt kennen oder angeben können, wenn wir natürlich den Anfang oder den Zustand zu einem Zeitpunkt tau kennen. Und wie machen wir das? Wir machen das mit unseren allgemeinen Lösung, die wir vorher bestimmt haben. Wir haben unsere State Transition Matrix hier. Das haben wir ja vorher gesehen. Diese State Transition Matrix Phi von T Tau ist gleich E hoch A T Tau. Beziehungsweise haben wir gesagt, vor T minus Tau können wir einfach T schreiben. Und wir wissen, das sind unsere Matrizen und das ist hier die Exponentialmatrix. Das heißt, unsere State Transition Matrix können wir mit Hilfe von A bestimmen. Ja, wir vereinfachen bzw. wir nehmen nur die ersten Termine. Natürlich kann man das beliebig komplex machen. Und dann bekommen wir hier multipliziert mit T minus Tau. Ich leite das ab mit T minus Tau und nicht einfach so, damit man das tatsächlich sieht, aber man kann hier nur T schreiben. Dann bekommt man diese Matrix hier. Das heißt, für Phi, T, Lambda, die wir hier brauchen, haben wir diese Matrix hier. Und diese Matrix setzen wir ein, also wir setzen hier ein, ja. Und wenn wir hier einsetzen, dann kriegen wir, wie man sieht hier, einmal diesen Integral und einmal diesen Integral. Und die Lösung ist natürlich x1, ist die Position von der Masse, die sich bewegt, ist der Anfangszustand plus t multipliziert mit x2 zum Zeitpunkt 0, weil x2 war die Geschwindigkeit, deshalb die Anfangsgeschwindigkeit multipliziert mit t. Plus dieses Integral hier, Lambda mal U und für x2, das ist dann die Geschwindigkeit von der Masse, ist natürlich die Anfangsgeschwindigkeit plus, wie man sieht hier, U ist F durch M, das heißt Integration der Kraft, die auf der Masse einwirkt, von Zeitpunkt 0 bis zum Zeitpunkt T. Genau, natürlich diese Lösung kann man direkt bekommen von der initialen Gleichung ohne diesen Weg über diese State Transition Matrix. Also natürlich machen wir uns das Leben jetzt hier vielleicht kompliziert, wird es erscheinen für den einen oder anderen. Jedoch ist diese Vorgehensweise oder Beschreibung von dynamischen Systemen mit Hilfe oder im Zustandsraum besonders, einmal ist es eine systematische Beschreibung, das heißt, wir können alle Typen von Systemen in diese Form bringen und in vielen Situationen, also natürlich F ist gleich M mal A, das ist ein sehr einfaches Beispiel, aber es gibt komplexere natürlich Beispiele, wo so einfache Methoden zur Lösung von so einer Differentialgleichung um die Position oder die Geschwindigkeit zu bestimmen nicht unbedingt gut oder nicht erfolgreich sind. Gibt es Fragen soweit hier? Wir werden in der Übung eine ganze Menge, also mindestens 4, 5 Beispiele aus unterschiedlichen Richtungen kennenlernen, wie man diese Zustandsraumbeschreibungen nutzen kann, um beliebige zeitinvariante dynamische Systeme darzustellen. Gibt es Fragen? Ich sehe keine im Chat, aber alle sind noch da. Also das heißt, hoffentlich sind noch da. Also zumindest die Zahl der Teilnehmer hat sich nicht geändert. Genau, dann würde ich gerne noch auf ein paar Punkte hier eingehen. Und zwar Interpretationen und Eigenschaften von dieser State Transition Matrix. Diese State Transition Matrix, wie wir gesehen haben,
ist nichts anderes als eine Lösung. Also ganz einfach, wir betrachten nur den homogenen Teil von dieser Differentialgleichung. Wir haben gesehen, dass wir mit der State Transition Matrix eine Lösung eigentlich für diese homogene Differentialgleichung haben. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, die Ableitung von x hier, also das heißt, wenn wir jetzt hier x ableiten, also diese Lösung ableiten, wie vorher, als wir die Lösung bestimmt haben. Jetzt versuchen wir mal, leiten wir mal Delta x nach Delta t, das heißt, wir leiten diese Matrix hier nach Delta t und multipliziert von mit x tau, und das ist natürlich nichts anderes als x Punkt, weil hier, wir wissen, Delta x nach Delta t ist x Punkt. Und x Punkt ist gleich a mal x, ja. So, das heißt, dieses x Punkt, ja, x Punkt ist gleich das hier, ist gleich a mal x, und x ist nichts anderes als phi t tau mal x tau. Also wenn ich hier einsetze für x phi mal x tau, dann bekomme ich eigentlich folgende Situation. X Punkt ist die Ableitung von dieser State Transition Matrix mal X Tau ist gleich A von T mal State Transition Matrix mal X von T. Und da das Ganze natürlich für jedes X von Tau gelten muss, können wir X von Tau hier eliminieren. Dann bleibt nichts anderes als die Ableitung der State Transition Matrix nach T ist A mal das hier. Und was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, die Ableitung von dieser Matrix nach T, also von Phi T Tau nach T, ist Phi Punkt. Ja? Das heißt, Phi Punkt ist gleich A mal Phi. Und was hatten wir vorher? Wir hatten X Punkt ist gleich A mal X. Das bedeutet, in anderen Worten, dass diese State Transition Matrix erfüllt die gleiche Differentialgleichung wie der Zustand oder wie der Zustandsvektor. Also wir sind bei x Punkt gleich a mal x losgestartet, und jetzt haben wir gezeigt, dass nicht nur x Punkt gleich a mal x gilt, sondern dass phi Punkt, also die State Transition Matrix, die für uns die Lösung war, es erfüllt auch die Gleichung Phi Punkt gleich A mal Phi ist. Genau. Wenn wir auch betrachten, dass diese Beziehungen auch gelten, und zwar für jedes Tau, ja, also diese Beziehung gilt für jedes Tau, das heißt auch für T gleich Tau, dann hätten wir folgende Situation, dass X von T ist gleich Phi von T, T mal X von T. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, die State Transition Matrix TT ist nichts anderes als die Einheitsmatrix. Ja, weil da muss gelten hier X von T gleich X von T. Und wenn wir das hier alles zusammenführen, das bedeutet eigentlich, das Ganze hier, also das Phi von TT gleich Einheitsmatrix, ist nichts anderes als die initiale Randbedingung für diese Differentialgleichung. Phi Punkt ist gleich a mal Phi. Ja, also für das hier, wenn wir mit Tau ausschreiben, beziehungsweise für das hier. Genau, das ist natürlich eine tolle Eigenschaft. Andere Eigenschaften ist die Tatsache, dass diese State Transition Matrix nicht nur diese Gleichung, diese Differentialgleichung des State Vectors auch erfüllt und beschreibt für uns natürlich, wie sich alles entwickelt, ausgehend von einem Anfangszustand x tau in einem Intervall von t und von tau bis t, sondern dass es tatsächlich eine eindeutige Lösung für diese Differentialgleichung ist. Es gibt natürlich einige Beschränkungen auf die Natur von der Zeitvariationen der Matrix A. Ja.
Aber diese sind immer in so Realweltsystemen, also Robotik und Ähnliches, tatsächlich erfüllt. Ja? Und wenn die Matrix A eine konstante Matrix ist, wir wissen also, dass die State Transition, also wichtig ist, wenn die Matrix A eine konstante Matrix ist, dann wissen wir, dass diese State Transition Matrix existiert und dass sie nichts anderes als die Exponentialmatrix, also e hoch at ist. Weitere Eigenschaften, wenn man das jetzt alles, wir wissen ja, die State Transition Matrix gibt uns den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt in Abhängigkeit, wenn wir den zu einem anderen Zeitpunkt kennen. Das heißt, wenn ich hier Zustand zum Zeitpunkt t gleich 3 gerne hätte und ich kenne den Zustand zum Zeitpunkt T1, sehen wir, wie, dass das so gilt, beziehungsweise hier Zustand zum Zeitpunkt T3, wenn ich den Zustand zum Zeitpunkt T2 kenne und so weiter und so fort. Und da sieht man eigentlich, wenn man hier die letzten zwei Gleichungen hier substituiert, dann kann man den Zustand hier zum Zeitpunkt T3 bekommen, ausgehend von dem Zustand von T1, indem man diese State Transition Matrizen miteinander multipliziert. Ja, das ist das eine sehr angenehme Eigenschaft von dieser Semigruppe, also eine Semigruppe-Eigenschaft von der State Transition Matrix, dass man schreiben kann, wie man hier sieht, Phi von T3, T1 ist gleich Phi von T3, T2 multipliziert mit Phi T2, T1 und zwar für beliebige T3, T2 und T1. Genau, das haben wir gesehen, wenn wir die zwei hier zusammentun, also was wir gerade die Semigruppeneigenschaften, die wir gesehen haben, und wir wissen, dass Phi von TT gleich Einheitsmatrix, das heißt eigentlich, Phi von T tau mal Phi von tau t ist auch die Einheitsmatrix, beziehungsweise Phi von T tau ist nichts anderes als die Inverse von Phi von tau t. Ja? Das heißt, diese State Transition Matrix, die wird nie singulär, auch wenn die State Matrix A singulär ist. Ja? Bei zeitinvarianten Systemen können wir diese State Transition Matrix, wie ich bereits auch erwähnt habe, mit Hilfe von einem einzigen Argument, das heißt, statt T1, T2 zu schreiben, kann ich immer diese Differenz hier angeben. So, hier nochmal alles zusammengefasst, das heißt, das haben wir gesehen, das ist die Einheitsmatrix, das heißt, der Anfangszustand Phi von 0 ist die Einheitsmatrix und Phi von T mal Phi von Tau ist das hier und die Inverse ist die State Transition Matrix für T gleich minus 1. Und natürlich kennen wir das, wenn wir wissen, wie das ist naheliegend bzw. trivial an der Stelle, aber man sieht hier, dass man mit Hilfe von dieser State Transition Matrix eine ganze Menge über das Verhalten, also über die Zustände in einem dynamischen System hier aussagen, also dass man eine ganze Menge über die Zustände eines dynamischen Systems, eine ganze Menge was wissen, weiß, beziehungsweise berechnen kann oder bestimmen kann oder aussagen kann. Genau, so haben wir angefangen. Das heißt, wir haben hier angefangen mit diesen einfachen Beispielen, wo wir gesagt haben, wir haben im einfachsten Fall ein Regelungssystem, wo wir nicht unbedingt das System komplett wissen, insbesondere nicht die Stuhlgrößen. Und wir haben gesehen, dass wir so ein System, ein dynamisches System, mit Hilfe von diesen Gleichungen beschreiben können. Einmal die Gleichung, die wir heute wirklich vom Scratch gelöst haben, x-Punkt gleich ax plus bu. Und wir haben gesehen bei diesem Beispiel der Masse, also das heißt nicht, dass wir immer lineare oder immer Differentialgleichungen erster Ordnung haben. Also wir können Differentialgleichungen n-ter Ordnung haben und die irgendein Systemverhalten beschreiben. Und diese Differentialgleichungen n-ter Ordnung können wir auf diese Zustandsbeschreibung zurückführen, wo x der Zustandsvektor ist, u ist die Eingangsvariable, uns interessiert y und y kann
dann zum Beispiel von dem aktuellen Zustand abhängt oder vom Zustand und von den Eingangsvariablen. Deshalb ist entweder Epsilon gleich C mal X oder im Allgemeinen ist Epsilon gleich CX plus B. Genau, so viel dazu. Ich sehe auch, dass wir am Ende der Zeit sind und ich will nicht überziehen, damit sich die Leute hier nicht beschweren. Ich bedanke mich heute für die Aufmerksamkeit und wir werden das letzte Mal sehen, wie wir diese Lösung, die wir heute so im Zeitbereich hergeleitet haben, mit Hilfe von der Laplace-Transformation bestimmen können. Ich bedanke mich heute für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag und stehe wie bei jeder Vorlesung auch für Fragen zur Verfügung.